Ich freue mich sehr auf das nächste Video. Und zwar reagieren wir jetzt auf das Video von dem lieben, wo ist er denn? Hier, Just Nero. Jan Böhmermann verliert vor Gericht und blamiert sich weiter. Alter, das klingt nach Beef. Na? Ja? Heute geht es um Jan Böhmermann. Ich glaube, meine Community ist... Ah, Just Neros Stimme allein zu hören. Ich freue mich. Ich freue mich aufs Video. Was den Witzekasper vom ZDF angeht, ziemlich... Einmal eine Eins in den Chat, wenn ihr auch so Just Nero-Fans seid. Mich zwiegespalten. Ich mag ihn sehr. Die einen mögen ihn für den Comedy-Highland halten. Für die Fraktion möchte ich anmerken, auch wenn man eine Person des öffentlichen Lebens gut findet und schätzt, muss man Kritik an ihr äußern oder zumindest akzeptieren, gerade wenn diese öffentlich in den Porzellanbottich gelangt hat. Man darf nicht in eine krampfhafte Abwehrhaltung verfallen. Die anderen denken von ihm... Magazin Royal klebt ein bisschen... Aber ansonsten ist Magazin Royal völlig unproblematisch. Und wieder andere halten ihn für den... Ich bin euch wirklich ehrlich. Böhmermann habe ich nie so wirklich Interesse dran gehabt, weil ich den Typen an sich auch nicht besonders lustig finde. Muss ich euch ehrlich sagen. Also ich habe mich mit ihm auch noch nicht so ausreichend beschäftigt, auch um ehrlich zu sein. Aber das, was ich von ihm weiß, gefällt mir nicht so sehr. Oliver Pocher des Öffentlich-Rechtlichen. Grimmig, klein, der Mund dafür aber umso größer. Und wenn man diese Meinung von ihm hat, muss man vice versa aber auch akzeptieren, dass Sachen von ihm kommen, die andere gut finden. Ich persönlich bin da so ein wenig hin und her gerissen. Es gibt Beiträge vom Magazin Royal, die absolut hochwertig sind in meinen... Schaut das einer von euch, dieses Magazin Royal? Ich hab da gar keinen Bezug zu, ehrlich nicht. Augen. Lustig, gut recherchiert und mit Bums. Bei anderen wiederum würde ich gerne meinen Kaukürbis den Tisch grüßen lassen. Ebenso bei manchen Sachen, die Böhmermann halt außerhalb seiner Sendung macht. In der Vergangenheit kritisierte ich ihn bereits für einige seiner Fehltritte und gelinde gesagt komischen Ansichten. Es sind aber auch einfach Beiträge dabei, die sind okay. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Einen der jüngeren Beiträge, Imagekampagnen im Tierreich, fand ich stabil soweit. Nicht jeden Punkt, aber im Großen und Ganzen vergebe ich eine. Kann man auf jeden Fall mal machen, mit Stärke. Ja, 1 Million Views, okay, das wird schon oft geguckt, ehrlicherweise. Ernchen, das Problem an der Causa war eher das Aftermath, nicht das Math, Carola. Wo wir gerade beim Betteln waren, Zeit, jedem einzelnen von euch Überkings nochmal deutlich in die Fresse zu reiben, dass ihr bitte meine Videos zu liken habt. Ey, das ist so ein bisschen meine Pose gerade, ne? Hier mit der Hand. Wie ich denke, dass ich beim Likes-Betteln rüberkomme. Wie ich aber wirklich rüberkomme. Ein bisschen. Likes. Ein bisschen. Likes. Jedenfalls hat sich Jan Böhmermann aus meiner Sicht im Postgame des Imker-Videos nicht nur bis auf die Knochen blamiert, sondern mich auch ziemlich übel enttäuscht. Ich habe seitdem das Gefühl, dass Jan Böhmermann im größtmöglichen Stil Wasser predigt, den Pfeffi aber auf Ex die Futterluke hinunterspediert. Muss meine Katze jetzt maunzen? Nee, Zelda. Oh. Im Zuge seiner Aufarbeitung von sogenannten Greenwashing im Bereich der Imkerei, was nicht bedeuten soll, weiße T-Shirts mit billig gefärbter grüner Wäsche zu heiß in der Waschmaschine schleudern lassen, sondern der Versuch, sich selbst einen Ablassschein auszustellen, was Ökologie und Nachhaltigkeit angeht. Anders gesagt, durch Informationsverbreitung und sonstigen, was darauf abzielt, ein Unternehmen in der öffentlichen Wahrnehmung umweltfreundlich und verantwortungsbewusster erscheinen zu lassen, ohne dass in der Realität überhaupt ein Fundament dafür da ist. Also, wo holt denn Nero immer diese Vergleiche her, Bruder? Heißt, jedenfalls. Im Zuge dieses öffentlichen Beitrags hat Jan Böhmermann dem Imker Rico Heinzig, eine Privatperson mit relativ kleinem Unternehmen, auf satirischer Ebene vor einem großen Publikum kritisiert. Dieser findige Imker hat sich allerdings nicht lumpen lassen und den Versuch gestartet, diese prekäre Grundsituation ins Positive zu wenden und zum Gegenschlag auszuholen. Wenn eine große öffentlich-rechtliche Plattform dich ins negative Spotlight stellt, ist es in meinen Augen absolut valide, von seinem Recht auf Gegenschlag Gebrauch zu machen, insbesondere wenn man selbst kaum bis gar nicht über eigene Reichweite verfügt und den entstandenen, wenn auch negativen Fokus halt nutzt, um das Beste aus der Situation zu machen. Gesagt, getan, der Imker ging ebenfalls auf satirischer Ebene in die Gegenoffensive. Der Imker veröffentlichte kurz nach Erscheinen der Sendung eine neue Honigsorte, die den Namen Beewashing Honey trug. Dieses neue Produkt wurde mit einem Plakat beworben, auf dem stand, der führende Käfer- und Bienenexperte Böhmermann empfiehlt den neuen Beewashing Honey. In meinen Augen eine einwandfreie Kontersatire, die man sich zu gefallen lassen hat. Insbesondere, wenn ein so kolossales Machtgefälle zwischen den beiden Parteien existiert. Ich muss wahrscheinlich keinem erklären, dass wir hier eine David gegen Goliath Konstellation haben und dem Imker da irgendwie rein... Habt ihr davon was mitbekommen, Chat? Ich bin gerade wie, als wäre ich in einer Parallelwelt. Böhmermann gegen irgend so ein Imker. Ihr habt davon mitbekommen? Real Talk? Kenn ich? Ja. Okay, Pixel Party? Nee, nee. Ja. Okay, einiges schon. Nur so am... Ich bin gerade wie in einem Paralleluniversum. Ich bin da voll überhaupt nicht im Game.
einzufuschen ziemlich unsportlich wäre. Das sah unser lieber Jan Böhmermann leider etwas anders. Dem hat das gar nicht gefallen und zwar so wenig, dass er sich dachte, das gibt eine Anzeige. Gut, keine Anzeige, sondern eine Abmahnung. Ne, echt? Mahnung. Das ist lächerlich. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Lächerlich, meine Freunde. Wenn man auf großer Bühne was? Spott und Häme auf quasi wehrlose Einzelpersonen hinabregnen lässt, sollte man vielleicht keinen Heulkrampf bekommen, Dünnschiss in der Buchse inklusive, wenn man mal eine Retourkutsche kassiert, die nebenher gesagt auch nicht wirklich Schaden für Böhmermann bedeutet hat. Der Komiker mahnte via Düsseldorfer Anwaltskanzlei ab, dass sein Bild und Wort ungefragt verwendet wurden, was ein wenig seltsam ist, weil er sich selbst nicht so knapp am Bildmaterial anderer bedient. Ist ja auch in Ordnung, weil das Urheberrecht... Kennt sich da einer aus rechtlich? Darf man das so machen, wie der Imker das gemacht hat, rein rechtlich? Schranken hat, nur leider ist es keine Einbahnstraße. Das war quasi ein Copyright-Strike im echten Leben. Könnt ihr euch übertragen so vorstellen. Ich strike einen 100-Abonnenten-Kanal weg, den ich vorher kritisiert habe, weil er sich gewehrt hat, mein Bildmaterial verwendete und das Video monetarisiert hat. Nur ist das Ganze halt mit... Also darf er das Bild eigentlich nicht benutzen? Okay. Aber ich finde, Nero hat hier recht, weil der Imker wurde vorher... Ach, der Imker hat gewonnen. Ich bin falsch jetzt. Der Imker hat gewonnen. Aber wir gucken erstmal zu Ende. Wie gesagt, ich bin da nicht so im Game. Aber grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt, Chat, guck mal, der Imker wird an den Pranger gestellt vor einem Millionenpublikum. Und wenn er quasi zum Gegenschlag ausholt, aber dann weggestrikt wird im echten Leben, wie Nero es sagt, finde ich es schon sehr absurd. Desaströsen finanziellen Konsequenzen im echten Leben gekoppelt. Ungefähr auf der Ebene der Niedertracht befinden wir uns hier. Und das hatten Jan Böhmermann in meinen Augen einfach nicht nötig. Es enttäuscht mich über alle Maße. Er hat damit in meinen Augen nicht nur sich selbst, sondern das ganze Format durch den Schmutz. Er nutzt es ja auch für Werbung. Ja, okay. Also sehe ich ein, das fühle ich den Punkt. Weil wenn mein Gesicht, stell mal vor, irgendeine Pflegekraft, die ich exposed habe, nutzt jetzt mein Gesicht, um irgendwie Werbung für Livestreams zu machen. Beispielsweise. Okay, naja, da muss ich ehrlicherweise sagen, auch wenn ich das Gesamtkonstrukt auch anzweifle, den Punkt mit der Werbung fühle ich aber schon irgendwie. Gezogen. Im Hintergrund arbeiten Menschen, die stabile Arbeit leisten, die in Mitleidenschaft gezogen werden, obwohl sie nichts dafür können. Der Imker wurde aufgefordert, eine strafbewährte Unterlassungserklärung zu unterzeichnen, mit angedrohter Strafe von 20.000 Euro. Alter. Der Honigmann ließ sich das natürlich nicht gefallen, unterschrieb keine Unterlassungserklärung, genauso wenig wie er die geforderten 1.300 Euro zahlte. So richtig manche Kritikpunkte von Böhmermann auch gewesen sein mögen, so falsch ist dieses Vorgehen. Ich brauche einfach keine bissige Satire von einem Kerl, der sich bei Gegenwehr so sensationell eingeschnappt benimmt. Alter, das ist ein angesehener Satiriker, einer der reichweitenstärksten Sendungen aus dem öffentlich-rechtlichen Portfolio. Und kein Chihuahua, der große Fresse hat, aber sobald man ein laues Lüftchen in seine Richtung weht, anfängt zu schlottern. Ich dachte, okay, ihr kennt den Fall jetzt scheinbar besser, aber hat Böhmermann so sehr kritisiert, dass sein Bild allgemein genutzt worden ist? Oder hat Böhmermann kritisiert, dass es zu werblichen Zwecken genutzt worden ist? Weil das wären für mich zwei verschiedene Paar Schuhe. Da bin ich jetzt nicht gut informiert. Oder ich habe wieder nicht zugehört. Das ist mir beim letzten Mal nämlich passiert. Aber ich glaube, ich habe es nicht ganz verstanden. Geht es jetzt darum, dass es zu werblichen Zwecken genutzt worden ist? Weil dann muss ich ehrlicherweise sagen, verstehe ich das schon ein bisschen. Ich dachte wirklich immer, der Chihuahua der deutschen Comedy ist Oliver Pocher. Aber anscheinend ist da wirklich die eine oder andere Parallele zwischen den beiden. Abgesehen von großer Fresse wie ein T-Rex, aber auch denselben Bizeps. Nicht nur ich sehe es so, dass das ein inakzeptables Verhalten ist und Böhmermann sich das gefallen zu lassen hat bei diesem Machtgefälle, sondern auch das Landgericht Dresden. Das Urteil ist gefallen und das Gericht entschied im Sinne... So, nach einer Klage des TV-Satirikers, ja, aus Meißen, ja, demnach war die satirische Werbeaktion... Moment mal gerade. Satirische Werbeaktion rechtens. Ja. Okay. Oh, sehr schwierig. Sehr schwieriger Fall. Des Imkers. Seine Gegensatire ist laut Rechtsprechung ebenso von der Kunstfreiheit gedeckt wie der Beitrag vom Magazin Royal. Auch wenn der Imker diese zu Kommerzialisierungszwecken benutzt hat. Man darf nicht vergessen, dass potenziell nach einer Negativberichterstattung vor so einem enormen Publikum negative finanzielle Konsequenzen für den Kritisierten entstehen können. Böhmermann hat natürlich trotz des Status einer Person des öffentlichen Lebens Rechte am eigenen Bild, aber wie gesagt gibt es Schranken für diese Rechte und die waren einfach gegeben. Berechtigte Interessen von Jan wurden
wurden nicht verletzt. Die Richterin ergänzte, dass Böhmermann selbst von Überzeichnungen und Kuschelkurs mit dem rechtlichen Rahmen leben würde, was absolut richtig ist. Somit muss der Satiriker nicht nur die Kosten tragen, sobald das Urteil rechtskräftig ist, sondern jetzt schon den Spott einer breiten Masse, und das ist auch richtig so. Das tut weh, das sage ich euch ehrlich, das wird ihm richtig wehtun. Also nicht finanziell, aber image-technisch, meine ich, wird es ihm wehtun. Sowas sollte man nicht akzeptieren. Ihr könnt da gerne eine andere Meinung haben. Böhmermann scheint allerdings mit dem Ausgang des Prozesses nicht so ganz zufrieden zu sein und möchte in Berufung gehen. Ich verstehe es ehrlich gesagt einfach nicht. Muss ich erst das Lieblingsinstrument auspacken? Da spiele ich dir doch glatt eine traurige Weise auf der kleinsten Violine der Welt. Es ist einfach traurig zu beobachten, wie er gerade sämtliche Authentizität, die er genossen hat, den Abfluss runterjagt. Diesen Umstand, als Privatperson einer der größten Comedians mit einem riesigen Team im Hintergrund so an der Nase rumgeführt zu haben, reichte dem Imker noch nicht. Der hat nochmal nachgelegt und Böhmermann einfach offen überm Feuer geröstet. So brachte er nochmal ein neues Produkt raus mit dem Namen Cancel Culture Honig. Da steckt übrigens mehr hinter, als man erstmal denken mag. Lasst mich kurz erklären. Er schrieb dazu: Nach einigen schlaflosen Nächten war es dann plötzlich fertig. Unser neues und, wie wir finden, juristisch einwandfreies Etikett. Wir sehen, Böhmermanns Gesicht ist zensiert. Einwandfreie Hommage an die Geschehnisse. Was soll ich sagen? Besser hätte man es nicht machen können an der Stelle. Oh, Chat, Alter, das aber. Ey, ich hätte schon gar keinen Bock, auf dieses Niveau herunterzugehen, ne? Ich hätte for real keine Lust, mich auf das Niveau zu begeben und dann nochmal so nachzuschießen. Aber ein bisschen lustig ist es aber schon. Der ein oder andere fragt sich, warum Cancel Culture? Der Beitrag vom ZDF Neo war Kritik und kein Canceln. Da sind sich, denke ich, die meisten einig. Aber es gab da mal einen Beitrag von Jan Böhmermann mit dem Namen Mit Klagen Canceln. Angriff auf die Pressefreiheit. In diesem Beitrag hat Jan Böhmermann etwas herauskristallisiert, was in seinen Augen die wirkliche Cancel Culture ist. Abmahnung. Spezifisch, wenn große, mächtige Entitäten kleine, wehrlose Einzelpersonen oder Menschen mit geringer Reichweite via Unterlassungsklage abmahnen und unter anderem damit die Pressefreiheit oder Kunstfreiheit attackieren. Klingelt es da? Genau das, worüber sich Jan Böhmermann in dieser Sendung zu Recht echauffierte, tut er eins zu eins selbst. Nicht nur grob, sondern exakt das, was er dafür so schlimm befand, als ob er das mit einer Schablone abgepauscht hätte. Ja, der hätte es einfach dabei belassen sollen mit dem verkackten Honig. Mein Gott, dann lass ihn doch, darf mit Werbung machen. Man muss auch mal einstecken können, und ich glaube, Böhmermann hätte gut daran getan, hätte er das einfach ignoriert. Ja, weil so steht er wirklich, also nicht besonders positiv da. Ich sehe das übrigens gerade völlig losgelöst von den Vorwürfen, die Böhmermann dem Imker initial machte. Es geht hier um die Retourkutsche. Das sind Doppelstandards im größtmöglichen Stil, meine Freunde. Und so kam der Name Cancel Culture Honey zustande. Nicht, weil der Imker sich an der von allen Seiten mittlerweile inflationären Verwendung des Begriffs beteiligt, sondern weil er halt aufzeigt, dass Jan Böhmermann sich erbarmungslos selbst blamiert hat. Was soll ich sagen? Das kann man in meinen Augen nicht vernünftig rechtfertigen. Besser hätte er ihn nicht vorführen können. Sensationell gelungen. Julians Blog hätte volle Punkte für Gegnerbezug, Punchlines und Beat gegeben. Ist nämlich der Sound, den man quer durchs Land hören konnte, als Böhmermann sich die selbstgeschwungene Keule gegen die Rumpfbirne gedonnert hat. Dass er immer noch bockig wie ein Kleinkind ist und nicht akzeptieren kann, den Kürzeren gezogen zu haben, trotz Vorteil, sprich, dass er trotz seines vorigen Videos darüber in Berufung gehen will, naja, das macht's halt auf einer ganz anderen Ebene. Weiß man das jetzt schon? Geht er in Berufung? Also akzeptiert er das Urteil jetzt nicht? Chat? Seid ihr da besser informiert? Also das heißt, es gab jetzt ein Urteil, wo gesagt worden ist, okay, pass auf, der Imker, der hat recht, ne, der darf das machen. Und jetzt, er geht in Berufung? Nein! Nein! Oh mein Gott! Auch das noch. Er hat es angekündigt. Ach, hör doch auf! Lass es doch einfach sein, Bruder! Ich finde das ja so kindisch, ne? Böhmermann gegen Imker geht in die zweite Runde. Ja, hat er doch gerade erklärt. Aber ach so, ja gut. Ich dachte, das wäre nur die Idee vielleicht gewesen. Aber ob er es wirklich gemacht hat, war ja jetzt die Frage. Also besteht nur die Idee oder hat er es gemacht, dagegen vorgehen? Unangenehm. Was hat er denn davon? Selbst wenn er gewinnt, entsteht ja einfach nur ein Schaden für die Gegenpartei. Ich interpretiere daraus, dass Böhmermann dem Imker einfach nur böswillig schaden möchte. Wahrscheinlich aus purer Antipathie. Wie kann man denn so dünnhäutig sein? Wenn es ihm wirklich darum ginge, Werbung mit seinem Gesicht zu verhindern, hätte man das auch anders regeln können, anstatt direkt den juristischen Speer in die Hand zu nehmen. Wir haben hier einen Fall des Streisand-Effekts, und zwar wie aus dem Bilderbuch. Die breite Öffentlichkeit wurde darauf aufmerksam und zeigt absolute Solidarität für den Imker, für den Underdog.
Blog in dem Fall. Wenn man mal einen Blick in den Shop wirft, sieht man relativ schnell, wer hier der Gewinner ist. Die Produkte des Imkers sind nämlich schneller ausverkauft, als man gucken kann. Von 4 Honigprodukten sind 3 bis aufs letzte weg und der neueste Honig wird wahrscheinlich auch nicht so lange halten. Ich würde einen Fuffi drauf wetten, dass der bis zum Release dieses Videos ausverkauft ist. Was kann man als Fazit sagen? Das war einfach nur eine peinliche Farce. Ich bin niemand, der aus Prinzip gegen öffentlich-rechtliche Formate schießt. Im Gegenteil, ich verurteile dieses Verhalten. Man hat nämlich Beiträge individuell zu beurteilen. Das habe ich in der Vergangenheit zu Genüge klargestellt. Ebenso bin ich aber auch niemand, der den Rundfunk auf Krampf verteidigt, weil man sich damit halt lächerlich macht und Öl ins Feuer gießt. Ich erwarte von den Linken, dass sie inkonsequentes, amoralisches Verhalten nicht nur... Ey, Chat, kann da bitte einer mal kurz gucken, ob es den Honig noch gibt, bitte? In den eigenen... Und mir den passenden Link bitte einmal in den Chat schreiben. Das würde ich mir gerne angucken. ...in den Reihen, sondern auch in den Öffentlich-Rechtlichen kritisieren. Eine Guckweghaltung mit Scheuklappen fällt einem irgendwann auf die Füße. Daher hoffe ich einfach wirklich, dass die Kritik an Steuerung F bei Fehlverhalten kein Einzelfall war, sondern die Regel. Wenn man sowas passieren lässt, ändert sich auch nichts. Im Gegenteil, der ganze Komplex wird weiter geschädigt. Kritik ist wichtig und selbst in destruktiver Kritik sollte man den konstruktiven Kern nicht aus den Augen verlieren. Ich mag einige Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks richtig gerne und ich habe auch einen Spot für die Machwerke des Magazin Royal über. Aber diese Aktion macht es mir an... Was? Der Verkauf wurde gestoppt? Nein, als ob der Verkauf gestoppt worden ist. Warum? Weil er jetzt doch Angst hat vor rechtlichen Konsequenzen? Hier ist übrigens noch... Hier, kannst du doch kaufen. Ja, guck mal, ist noch da. Cancel Culture, deutscher Honig. Wer kriegt jetzt eigentlich die Neros 50 Euro, die er da gesetzt hat? Wer kriegt Neros 50 Euro, frage ich mich gerade. Grüße gehen raus, ich würde mich anbieten. Lieber Nero, du hast meine Handynummer. Ich würde sie dir abnehmen. Einfach schwerer in Zukunft dieses Format zu verfolgen, ohne den bitteren Geschmack des Doppelstandards auf der Zunge zu haben und zu wissen, dass gute vermittelte Werte anscheinend nicht für Jan Böhmermann selbst gelten. Sofern ihr eine breitere und themenvielfältige Aufarbeitung von den Fauxpas des Magazin Royal und Böhmermann sehen wollt, habe ich euch das Video von Alicia Joe verlinkt. Schaut rein und bildet euch eure eigene Meinung. Hinterfragt, was ihr seht. Das gilt für... Bruder, das Video von Alicia Joe einfach eine Stunde lang, ne? Boah. Inhalte von Böhmermann, das gilt für Inhalte von Alicia Joe. Das gilt für meine Inhalte. Und insbesondere für Tobias Huch. Was? 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 Oh. In dem Sinne, wir hören uns. Ja, ich finde es ein sehr starkes Video. Ich mag Nero sehr gerne. Boah, 200.000 Aufrufe. Kuss geht raus für das gute Video. Ja, lasst ihm gerne ein Like und ein Abo da und falls ihr meine Reaction bis hierhin geguckt habt, dann schreibt gerne Support Nero in die Kommentare. Also, bis zum nächsten Mal und lasst gerne ein Like auf dem Video da. Tschüss!